Also danke nochmal, André, für das, was er gerade gesagt hat, auch für die getätigten Aussagen. Ich würde gerne zu ein paar Sachen Stellung nehmen. Zunächst einmal zu der Historie des Christentums. Das ist mir sehr wichtig, das einmal klarzustellen. Das, was in den Kreuzzügen geschehen ist und was die katholische Kirche gemacht hat über die Jahrhunderte, widerspricht ganz krass und klar dem, was Jesus vorgelebt hat und was er auch befohlen hat. Das muss einfach mal gesagt werden. Wer die Bibel liest, für sich ganz klar, der weiß, das Christentum ist eine Religion, ist ein Glaube, der dadurch definiert wird, was Jesus tut. Was Jesus getan hat, ist, er hat gesagt, wer das Schwert zieht, wird durch das Schwert sterben. Wer das physische Schwert zieht, der wird dadurch sterben. Nicht nur das, als das Volk gekommen ist und sie wollten ihn zum König machen, wie hat er reagiert? Er hat es abgelehnt, genau, er hat es abgelehnt. Hat gesagt, nein, mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Und so manch habe ich schon den Bibelspruch zitieren hören, ich bin gekommen, um das Schwert zu bringen und nicht den Frieden, was Jesus gesagt hat. Aber in welchem Kontext hat er das gesagt? Er hat es gesagt, als es darum ging, die spirituellen Dinge, dass er nicht sich mit dem Unfrieden, dass er sich nicht mit der Feindseligkeit zufrieden geben wird, dass er dagegen das Schwert zieht, dass er gegen die Relativität das Schwert zieht, dass er gegen die Falsche, gegen die Leute, die Böses gut reden, das Schwert zieht. In einem, genau, Amen, durch das Wort, das Schwert ist das Wort Gottes, das ist die Wahrheit. Er zieht die Wahrheit gegen die Lüge. Und diese Wahrheit, die trennt, da steht da drin, der Ehepartner. Der eine, der im Bett liegt, wird mitgenommen, wenn Gott wiederkommt, und der andere bleibt liegen. Weil der eine sich im Herzen mit Gott versöhnt hat und die Wahrheit angenommen hat. Und der andere hat entschieden, in der Lüge zu bleiben. Deswegen, dein Wort ist Wahrheit. Das müssen wir wissen. Das ist der Unterschied zwischen dem, was die katholische Kirche draus gemacht hat und andere sogenannten Christen draus gemacht haben und wie Jesus das gemeint hat. Ich wollte das einmal kurz klarstellen. Das ist mir sehr wichtig. Nur einen ganz kurzen Satz dazwischen. Soweit ich weiß, sind die Kreuzzüge damals von Papst Urban II. 1096, wenn mich nicht alles trügt, ist auch egal, aber auf jeden Fall vom Zaun gebrochen worden, weil dort in Jerusalem, also dort in der osmanisch-muslimischen Hochburg zu der Zeit, sowohl der Mythos Troja war, als auch die ganzen Reliquien und Lokalitäten von Jesu Werdegang und diesem ganzen Heiligen sehr nahe zu sein. So, das ist ja das Problem, was wir auch in der heutigen Religion haben, dass nur im Buddhismus praktisch der Bezug dazu da ist. Spürbar, sichtbar für uns. Ja, ich möchte noch mal einmal was zum historischen Verständnis bringen als Teilnehmer. Ich bin jetzt kein Moderator, ich bin ein Teilnehmer. Aber ich höre das immer wieder mit Kreuzzügen, oh, die Christen sind so böse. Wann sind die Kreuzzüge gewesen? 1093. Ja, 1093 sind sie, und warum sind sie gewesen? Weil die Muslime, die muslimischen Herrscher, haben den Christen und den Juden verboten, die heiligen Städte, ihre heiligen Städte zu besuchen. Und dadurch ist das passiert, erst viel später in der Konsequenz, wenn man sich anguckt, wo der Islam, ich weiß, es ist sehr umstritten, das hört man hier nicht gerne, das ist sehr kontrovers, aber es ist eigentlich eine geschichtliche Tatsache, der Islam, der geht nicht ins Nirgendwo rein, sondern der geht genau da rein, wo das Oströmische Reich war. Und das Oströmische Reich war der griechisch sprechende Teil, der christliche, oströmische Teil, wo sich im Augenblick die Russen übrigens gerade als Erben fühlen. Da gibt es so ein mittelalterliches Phänomen in Serbien, das ist ein bisschen komplizierter, aber was man wissen muss, ist, dass die Kreuzzüge waren erstens, wie viel waren es? 7 Stück und davon noch 3 mit Kindern. Ja, also die Kreuzzüge werden die ganze Zeit immer angeführt, so die bösen Christen führen diese Kreuzzüge. Aber wenn man sich wirklich mal mit den Kreuzzügen beschäftigt, da sind sie A, eine Reaktion auf den Zerfall des Oströmischen Reiches, was da Hilfe gebraucht wurde übrigens, diese Hilfe, auf die hätten die Oströmer da auch gerne verzichten können, als Konstantinopel von den Kreuzfahrern dann besucht wurde, um es zu verteidigen gegen die muslimischen Krieger da haben sie das, die Stadt selber geplündert, und die Kreuzritter haben Christen da geplündert in Konstantinopel und die größten Schätze da nach Venedig, das kann man jetzt in Venedig noch beobachten, da weggeschafft. Aber wie gesagt, beides ist
wie man auch gerade gesagt hat, unchristlich und entspricht überhaupt nicht dem Christentum. Denn das Christentum selber hat sich erstens nie Christentum genannt. Das ist immer eine Fremdbezeichnung. Und das Zweite ist, dass erst 321 Konstantin der Große, vorher wurden bis, also zwischen Jesus Tod oder bis hin zum ersten Konzil 321 in Nikaräa war das, glaube ich, wo Konstantin, genau, da hat die römische, ist erst die römisch-katholische Kirche gegründet worden und die hat sich bedient des Christentums. Die hat nämlich das Christentum, die hatte Angst vor dem Christentum. Da waren Millionen von Menschen, oder Millionen vielleicht nicht, damals gab es ja noch nicht so viele Menschen, aber die haben sich lieber den Löwen zum Fraß vorgeworfen, als beim römischen System mitzumachen. Und die am meisten verfolgteste Gruppe, religiöse Gruppe dieser Welt, sind Christen. Gerade jetzt, 100 Millionen Christen werden jetzt verfolgt. Wir haben nur 60 Millionen Flüchtlinge auf der Welt, aber 100 Millionen verfolgte Christen. Weiß ich gar nicht, wie diese Zahlen immer alle zustande kommen. Aber was man wirklich sagen kann, ist, dass Christen überall verfolgt werden und wurden, und besonders in Rom, besonders Caligula ist da so oder ist da ein ganz großer drin gewesen oder Nero, der hat die alle den Löwen zum Fraß vorgeworfen. Aber es sind immer mehr Leute christlich geworden gegen Vernunft, besonders auch Heiden, die gar keinen jüdischen Hintergrund haben. Auch die sind christlich geworden. Ich will jetzt nicht so weiter eingehen, aber man hatte Angst vor diesen pazifistischen, sich selbst opfernden Menschen und deswegen hat Konstantin der Große aus Machtgründen den christlichen Glauben oberflächlich angenommen, aber hat einen Deal gemacht. Wir müssen zwei Gebote in den 10 Geboten ändern. Das ist das erste, das Samstagsgebot. Und das zweite ist, dass man auch Götzen heiligen darf. Das hat der Konstantin verändert. Und damit hat er die katholische Kirche gegründet. Und die katholische Kirche ist nichts weiter als der römische Kaiserkult mit den Namen der Christen. Das ist nichts weiter als der alte römische Kaiserkult mit den Namen der Christen. Und das nennen jetzt hier die Leute Christentum. Das stimmt nicht. Und ich weiß, dass auch, jetzt feiern ja alle Halloween hier, das ist eigentlich der Reformationstag, es hat ja sowas wie eine Reformation hier gegeben. Und die Bibel war mal verboten, ja, in Spanien war die bis ins 19. Jahrhundert verboten, warum ist denn die Bibel verboten in dem christlichen Land? Ha, ja, vielleicht weil das Land gar nicht christlich ist, sondern römischen Kaiserkult betreibt. Ich könnte da noch viel mehr zu ziehen, aber man muss sich vielleicht auch mal, wenn man dann so flapsig sagt, ja, aber die Christen mit ihren Kreuzzügen, da muss man dann vielleicht auch mal sich die Mühe machen und dann mal die historischen Wahrheiten herausfinden, mal gucken, was da wirklich gelaufen ist, denn auch der Islam, der ist da nicht ins luftleeren Raum entstanden, ja, der, da könnte ich auch noch was zu erzählen, aber das ist vielleicht auch nichts für den Jungfernstieg. Genau, ich mache mal wieder weiter und das wollte ich nur mal einmal als Teilnehmer sagen, ansonsten kennt ihr die Regeln. Novalis, sag das mal so, der Geist, man will noch sagen Gott, oder der schöpferische Urgrund. Der Geist ist die sanktionierend aussprechende Macht. Das sprechende Glied ist das Klügste und dünkt es sich zu sein. So der Geist. Das heißt, wenn ich spreche von Geist, zu welcher Religion ich mich bekenne, vielleicht kommt das Zitat nachher nochmal, der Geist sozusagen das, was wir einfach nicht anfassen können. Ne? Wenn wir haben geistige Inhalte, wir haben auch eine Verwirrung im Geistigen bei manchen, die gehen in Demenz oder in sonst was hinein. Die sind sozusagen irgendwie, das ist auch alles Geist. Das ist alles, was ist, ist ja Geist. Und Materie ist verfestigter Geist in meiner Definition. Na? Und Geist sozusagen im Sinne von Ursprung, sozusagen im Ursprung sozusagen, in der Struktur der ursprünglichen Ordnung, aus dem Ursprung heraus, ist ja alles entstanden, was ist, auch was hier ist, auch in den Umständen, die wir jetzt leben, nicht? In diesen widrigen Umständen, die wir jetzt leben, mit mehr oder weniger Leid. Und die, die daraus treten, sozusagen aus diesem Leid und darüber nachdenken und die Begriffe richtig anwenden in ihrer klaren und wahren Bedeutung, so wie sie es herausgefunden haben für sich selber, in diesem Zusammenhang sehe ich das. Das möchte ich also relativieren. Also Begriffe möchte ich auch immer klarstellen für mich selber. Und das macht ja das Individuum selbst auch, klar. Hoffe ich. Also, ich grüße Menschheit, dass der Einzelne in sich Klarheit findet und Wahrheit findet. Und die Wahrheit als Begriff ist schwierig. Natürlich ist es schwierig.
Du bist die Wahrheit und du bist die Wahrheit und du bist das Licht und die Wahrheit und du bist die Wahrheit, okay? Hätten wir das eine. Das andere mit dem Begriff, Begriffen ist so super wichtig. Zu unterscheiden, ob wir den Geist meinen oder Götter meinen oder Gott meinen, das ist total wichtig. Denn hast du schon mal einen Gott ohne Geist gesehen? Fehlt in dieser Schöpfung und in jeglicher Schöpfung. Also der Geist durchdringt alles, der Geist ist. Und Wesenheiten, die den Geist durchflutet werden vom Geist, die lebensbejahend sind, das nennen wir denn Schöpfergötter. Schöpfergötter. Und dann gibt es Götter, die sich Götter oder Typen, die sich Götter nennen, Wesenheiten, die sind keine Schöpfergötter, die sind halt nur Wesenheiten. Und sie werden regiert von Parasiten, dass sie sich die Wesenheit nicht wieder entwickeln können. Und das hält uns auf. Und ich möchte dazu sagen, Angst gehört genauso zu uns wie Fußpilz. Nur wenn wir die Grundlagen schaffen darüber, durch Unwissenheit bei der Angst, durch Feuchtigkeit und Krankheit bei den Füßen, dann haben wir auch Fußpilz und Angst. Wenn wir aber befreit sind von den Lügen und die Wahrheit in uns erkennen, weil wir sind die Wahrheit, jeder Einzelne von uns, Aspekte des einen Geistes, verschiedene Ausdrücke dessen, und wir sind der menschliche, der göttliche Ausdruck, in Klammern göttlich, menschlich, oder kannst du hin und wenden. Es ist ein Unterschied, ob ich die Gläubiger, was machen denn die Christen, die gläubigen Christen? Jagen die nicht auch Heiden? Ich sage mal, der Heide erkennt in allem Leben das Ja und das Lebensbejahende und in der Blume das Göttliche und schmückt sich mit Blumen und nicht eigentlich mit Edelstein. Deswegen haben wir diese Blumenkränze drauf. Und ich wünsche, dass wir wieder hin zu den Blumenkränzen, zu den Nichtverdünkten, zu den gesunden Blumenkränzen zurückfinden und sie nur abbrechen, wenn wir sie wirklich liebherzen danach. Ahoi und gute Laune in der Wirklichkeit, die wir sind, in der Wirkung, die wir sind, in der manifestierten materiellen Zustand, wo so viele hinwollen. Machen wir das Schönste draus. Stellen wir uns darauf ein. Ahoi. Ja, ich danke Rico auch für diese Aussage. Die eine Frage, die sich mir offensichtlich aufdrängt, die Frage, die so klar im Raum steht, ist, wenn du ein Ausdruck der Wahrheit bist, ich bin ein Ausdruck der Wahrheit, wie können wir so unterschiedlicher Meinung sein? Ist ja interessant, dass wenn es nur Wahrheit gibt, wenn jeder von uns Wahrheit ist, dann gibt es keine Lüge, dann könnte es keine Widersprüche, keine so unterschiedlichen Meinungen geben. Der eine sagt A ist B und der andere sagt A ist nicht B. Umgang prägt und wir haben überall verschiedene Schulen. Wir haben hier verschiedene Schulen, weißt du? Und Umgang prägt. Du hattest einen anderen Umgangweg, ich hatte die Natur als Umgang, du hattest Lehrer oder eine schlechte Erfahrung, dann hattest du so Gott gefunden und sagst, die anderen sind schuldig. Das ist nicht meine Aufgabe, deine Aufgabe oder deinen Lebensweg zu erfüllen, sondern meine Aufgabe ist es, zu sein. Okay, nee, meine Frage war nicht das, welche Prägung wir mitbekommen haben. Meine Frage ist, ob beides wahr ist, dass A ist, was ich behaupte zum Beispiel, dass Yahweh der allein wahre Gott ist und er nicht Teil von dir ist und du behauptest, er sei ein Teil von dir. Ist das beides wahr gleichzeitig? Bin ich Wahrheit und du bist Wahrheit in der Sinne? Deine Wahrheit und meine Wahrheit, ja. Und wenn wir jetzt noch übereinstimmen, die Wahrheit, die relative Wahrheit erfahren, dass wir die Wirklichkeit noch sind, dann sind wir doch gut mittendrin. Sind wir nicht mehr abhängig. Sagst du, Wahrheit ist relativ? Aber hallo. Aber sicher. Ist das eine wahre Aussage? Na, aber relativ. Ist relativ wahr. Es ist relativ wahr, dass Wahrheit relativ ist. Super. Es gibt nichts Festes, mein Lieber, nichts Festes. Es gibt nichts Festes. Bist du dir da ganz fest sicher? Sicher, sicher, relativ. Er ist relativ sicher, dass er auf festem Boden steht. Würde man so sagen. Okay, also wir haben es jetzt ganz klar gesehen. Wir brauchen ein Fundament, eine feste Basis, um Wahrheit zu definieren. Deswegen sage ich auch, und da stimme ich meinem Vorredner überein, es muss eine einfache, klare, unwidersprüchliche Definition sein. Entweder ist etwas absolut oder ist es relativ. Wenn du sagst, alles ist relativ, werde ich dich fragen, ist es eine absolute oder eine relative Aussage? Wenn es eine relative Aussage ist, widerlegt sie sich selbst. Daher ist es so einfach, Relativismus zu widerlegen. Aber was noch weitergeht, ist, dass wenn wir uns ansehen, jeder von uns, wie wir täglich leben, leben wir so, als wenn absolute Wahrheit existiert. So, zum Beispiel sagen wir, es ist absolut wahr, dass das Leben einen Sinn haben sollte. Ja. Ja. Das bejahen wir alle, jeder Einzelne von uns. Ja. Ist das wirklich absolut wahr oder ist das relativ? Könnte das Leben auch vollkommen egal sein? Das ist
Das ist alles Lebensaufgabe, ist deine Einstellung. Schau mal, du kannst deine Einstellung verändern. Du kannst deine Lebensaufgabe dazu sehen, dass du dich ausdrückst, dass du erblühst, dass du ausprobierst, dass du dich entwickelst. Du kannst aber auch zu nach außen gehen und dich an jemand anderen klammern, ein Fan sein, Fanatiker sein und jemand anderen nachmachen und aneifern. Du kannst aber auch in dir gehen und Zeit reisen. Okay, also aber nach deiner Meinung ist alles gleich wahr und ist alles gleich real und ist alles gleich. Alles gleich. Es gibt eigentlich nichts Gleiches, weißt du? Okay, gut, alles gleich. Ich denke, wir können den nächsten Redner ranlassen. Entschuldige, dass es so lange dauert. Ja, es ist ein wunderbarer Übergang zum Werkzeug des Friedens. Ich möchte mit euch heute auf dem Jungfernstieg zusammen beten. Und zwar das wunderbare Gebet von dem heiligen Franziskus aus dem 11. Jahrhundert, 1181, 1226 hat er gelebt und er hat dieses wunderbare Gedicht geschrieben, Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens. Er meinte, dass ich liebe, wo man hasst. Das haben wir heute gesehen, dass die beiden, die sich eigentlich wirklich lieben, dass sie auch ihren Hass überspringen können und dass sie wirklich miteinander weiterreden können und dass sie verzeihen können, wo man beleidigt und dass man verbindet, wo Streit ist. Und dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist. Herr, dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht. Und dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung gequält wird. Herr, ich möchte mit dir zusammen das Licht entzünden, wo Finsternis regiert. Dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Herr, lass mich trachten, dass ich getröstet werde und dass ich nicht nur einfach tröste, sondern dass ich auch Trost empfangen kann. Und dass ich verstanden werde, dass ich verstehe, was ich selber nicht verstehe. Nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich selber liebe. Franz von Assisi hat geschrieben, denn wer sich hingibt, der empfängt. Und wer sich selbst vergisst, der findet. Also man muss sich vergessen, so wie ich hier beim Puppenspielen, auch heute wieder auf der Hamburger Mahnwache, hier auf dem Jungfernstieg, auf dem Fahnenplatz. Und wer dann verzeiht, dem wird verziehen. Und wer stirbt, der erwacht zum neuen Leben. Mit diesen heiligen Worten ein gemeinsames Amen.